Hey, hey und herzlich willkommen zur weiteren Folge von My Memory of Us. In der letzten Folge wurde ja der Junge geschnappt, weil wir einen Kuchen geklaut haben. Und ja, jetzt müssen wir ihn retten. Das Gute, beziehungsweise je wie man sieht gut, ist, dass die Soldaten gerade beschäftigt sind zum Teil, weil die attackiert werden von Maschinen. Das können wir uns zu eigen machen, um den kleinen Jungen zu befreien. Unseren Freund. Ob, Steuer wollte ich gar nicht im Wald rennen. Laufe auf den Stall, auf den Spalt zu, um darüber hinwegzuspringen. Ah, okay. Also über kleine Hindernisse können wir automatisch springen, wenn wir rennen. Okay, gut. Ah. Ein Versuch was wert. Da dürfen wir natürlich nicht erwischt werden, sonst sind wir verletzt. Schnell! Jawohl. Und hier runter. Ah, da müssen wir. Yes! Und jetzt da nach unten. Yes. Sniped. So, jetzt ist die Frage nur... Ach, lol. Der war abgelenkt. Was macht der Knopf? Okay, eine Nummer können wir anrufen. Die Frage ist, welche? Können wir da vorbeigehen? Ja, der merkt uns nichts. Okay. Ah, warte. Da ist was. An denen werden wir wahrscheinlich nicht so einfach vorbeigehen können. Ah, 294, okay. Vielleicht klappt es ja. 2, 9 und 4. Bitte, sag, dass es klappt. Ja. Hat aber nicht viel geholfen. Müssen wir ihn einfach nur nerven? Was passiert, wenn ich 1005 eingebe? Dann müsste es ja unten läuten. Vielleicht kommt er dann runter. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann, aber ich versuch's mal. Ansonsten, vielleicht müssen wir ihn echt nerven und ihn öfters anrufen, dass er dann runterkommt und schaut, wer da nervt. Nee, hat nicht geholfen. Dann machen wir es nochmal mit 294. Wenn das auch nicht klappt, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Nein. Können wir die Zigaretten einfach nehmen? Können wir vielleicht den Jungen? Ja, wir können den Jungen. Vielleicht kann er ja leer machen. Ja. So dass sie das nehmen kann. Haha. Okay, kann der Junge sonst was machen? Nee. Könnte höchstens nur blenden, aber... Oh, das wollte ich gar nicht. Ah. Jetzt können wir hier anrufen. 705.
Vielleicht klappt's ja. Oder war 750? Ne, ich glaube, es war 705. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Ja, okay. Ja, genau. Haha! Schnell! Komm! Ah! Nimm die Hand! Warte, der Junge muss jetzt den Schlüssel klauen und dann können wir raus. Yes! Easy! Kann ich da nur sagen. So, let's see, damit ihr rein könnt. Oh! Verdammt! Nein! Ich muss alles wieder von neu machen. Ah, verdammt! Da waren wir zu greedy. Aber okay. So, den geben wir die Zigaretten. Er freut sich, er geht eine rauchen. Wir können dann hier anrufen. Sieben. Neu. Und die 5. Warten, bis er vorbei ist. Und jetzt gehen wir zurück. Öffnen das Tor. Nehmen den Jungen mit. Laufen zurück, bevor er sich umdreht. Der Junge holt sich den Schlüssel. Und dann schleichen wir uns zusammen an die eine Wache vorbei. Ich kann mir auch schon vorstellen, warum die Wache uns erkannt hat. Einfach weil der Junge halt draußen war. Der Junge darf halt nicht gesehen werden. Oh, ist das der Kuchen? Nee, das ist gar nur eine Blumenvase. Oh oh. Nein. Hier, nimm meine Hand. Ah, der Junge kann nicht springen. Okay. Oh oh. Ah. Das war knapp. Cheese! Ah, daher kam das Foto. It was so funny, getting caught on camera like that in just that moment, bursting into that poor couple's wedding photo shoot. It froze that instant forever. It was our happiest moment, right before everything changed. Sirens wailed and planes crammed the skies with a dreadful noise. The Robot King's army had arrived and bombing began. Uh-oh. Who knew that war could start so quickly and so horribly? Okay, wir müssen wieder zum Gebäude. Oh, sollten uns beeilen. Schnell in den Schutzbunker. Okay, dann. Oh. Ah, okay, verstehe. Wir müssen einzeln, weil uns zwei tragt er nicht. Ich dachte, wir dürfen nicht rennen, aber. Warte hier. Oh. Ah, nein. Wir müssen langsamer gehen, noch langsamer. Warte dann. So.
Puh. Oh oh. Oh oh. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist, aber okay. Hätte ich früher rennen müssen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat uns ein Stein erwischt. Okay, ja, die Steine haben uns erwischt, glaube ich. Ich glaube, wir dürfen uns nicht von den Steinen hier treffen lassen, die runterfliegen. Ja. Oh. Oh, oh, hoffentlich kommen wir schnell weg, bevor das zusammenbricht. Ja. Ah, ich hab gesehen, da war... Ah, nein. Uff, das ist schwer, ey. So schnell. Da war das Tanzen leichter. Ja, schaffen wir das? Ja, das schaffen wir auch. Das Mädel hat ja die Schleuder. Das heißt, wir müssen... Nein? Oh nee, sag nicht. Ah, okay. Muss es. Ja, das Mädchen muss alleine. Okay. Ja. Ah, verdammt. Ich dachte, wir müssen das mit der Schleuder. Okay, das haben wir geschafft. Hier kommt der Stein runter. Wir können rennen. Wir können rennen. Das geht sich aus. Schnell schleichen. Beeilung, 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 Beeilung. Weiter. So. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. Das Mädchen muss hier kurz jetzt rüber. Schnell die Schleuder. Ah, verdammt. Der Junge war zu weit hinten. Verdammt. Wechseln. Ich glaube, es bringt nichts. Desto schneller wir rennen, desto schneller geht es hinten auch zu als gefüllt. So, der Junge wartet hier. Wir drücken schnell den Hebel, nehmen den Jungen. Hier, nimm die Hand. Wir fahren schnell hier weg. Huh. Oh oh. Also, das haben wir überlebt, aber so kleine Steine, die auf uns fallen, die töten uns. Ah, eine Taschenlampe. Das ist ein Fotoapparat. Drücke wiederholen LB, um das Licht einzuschalten. Okay. Ah. Okay, da haben wir was gefunden. Ein Zahnrad, das müssen wir da... einfügen. Wir können auf den Knopf drücken. So, wieder ein bisschen. Was ist das? Ein weiteres Porträt, Erinnerung gefunden. Ah, der Junge kann ja jetzt hier runter. Oh. Dankeschön.
Okay. Da muss das Mädchen. Oder auch nicht. Ah, sie traut sich nicht, weil, Drück ja. So. Ich glaube, das Mädchen muss jetzt hier hoch und darüber, weil, wir müssen anscheinend... Nee, geht auch nicht. Hm. So, wir kommen hier nicht rüber, okay. Aber wie kommen wir auf die andere Seite von dem Monster? Ah, I see it. Upsala. Bisschen weiter. So, das müsste. Jawohl. Gut, wir haben jetzt mal Licht. Das ist schön. Ey, das frisst uns das Vieh, dass ich jetzt schon komme. So, was müssen wir hier machen? Hier, stirb. Ja, und weg. Alles klar. So, okay, das Mädchen muss hier... Ah! Upsala. Claro. Der Junge muss ihn blenden, während das Mädchen dann hier rüber geht. Logo. Okay, links, rechts. Okay, erstes von links, erstes von rechts, drittes von links, zweites von rechts, zweites von links, drittes von rechts. So, so. So, 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 so. Richtig. Ha. War mir zwar nicht sicher, ob das stimmt, aber es hat recht. Es war richtig. Okay. Wahrscheinlich muss jetzt jeder an einen Hebel, genau. An ein Rad. Und wir haben unseren Schutzbunker. Yay! The bunker wasn't the ideal spot to celebrate her birthday, but we made the best of it. I tried to keep up her spirits. Everything would be fine. We'd survive. Her grandpa would be okay. I'd even managed to save the cake. We could hear the noise of bombs. The city was under siege by a merciless enemy. But eventually it became quiet. What would we find up there? Tja, das ist immer eine gute Frage. Nach einem Krieg, was erwartet uns da oben? Wahrscheinlich Schutt und Asche und entweder haben die Gegner gewonnen oder wir. Also das, liebe Leute, werden wir dann in der nächsten Folge erfahren, was oben
auf uns wartet. Ob wir gewonnen haben oder die Maschinen uns besiegt haben. Bis zur nächsten Folge. Ciao.